Ja, die rot-grüne Landesregierung, die ja seit 2013 amtiert, hat ihre Mehrheit im Landtag verloren. Sie hat bisher über 69 Abgeordnete im Landtag verfügt und die Opposition, also CDU und FDP, über 68 Abgeordnete. Und nun ist es genau umgekehrt. Das heißt, die Opposition verfügt über 69 Abgeordnete und die Regierung nur noch über 68 Abgeordnete im Landtag. Und ja, dadurch fehlt ihr, wie gesagt, die Mehrheit. Ja, ausgelöst wurde die Regierungskrise durch den Wechsel einer Abgeordneten. Sie ist von der Grünen-Fraktion in die CDU-Fraktion gewechselt und dadurch hat die Regierung ihre Mehrheit verloren. Ja, das Problem ist, dass sie jetzt nicht mehr Gesetze mit ihrer eigenen Mehrheit beschließen kann. Sie bräuchte jetzt also, um Gesetzesvorhaben zu verabschieden, Stimmen aus der Opposition, die sie aber für viele Gesetzesentwürfe nicht bekommen wird. Ja, es bestehen drei Möglichkeiten. Und zwar hätte der Ministerpräsident zurücktreten können und damit wäre dann auch das gesamte Kabinett zurückgetreten. Die zweite Möglichkeit besteht in dem sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum. Da hätte die Opposition darauf zurückgreifen können. Das bedeutet, dass der Landtag dem Ministerpräsidenten das Vertrauen entzieht und mit seiner Mehrheit dann einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Und jetzt kommt dann die dritte Möglichkeit ins Spiel, die ebenfalls von der niedersächsischen Verfassung ermöglicht wird. Und zwar besteht sie darin, dass der Landtag seine Selbstauflösung beschließt. Da muss es erstmal im Landtag zu einer Beratung kommen und frühestens 11 Tage später kann dann der Landtag über diese Selbstauflösung beschließen. Dazu ist die Mehrheit von 2/3 der anwesenden Abgeordneten erforderlich. Und wie gesagt, dann kann der Landtag seine Auflösung beschließen und dann finden Neuwahlen statt. Und ja, dieser Weg ist jetzt beschritten worden. Es fand ja jetzt schon diese erste Beratung statt. Und am 21. August kommt dann der Landtag ja wieder zusammen und wird dann über die Auflösung entscheiden.